Weil das Bündnis mit Grave und Ash habe ich hier jetzt das ganze Let's Play über durchgezogen und das war auch der Sinn der Sache. Dass mein erster Playthrough von dem Spiel halt an der Seite der Geschmähten ist. Es gibt ja insgesamt vier Möglichkeiten, das Spiel zu beenden. Einmal mit den Geschmähten, einmal mit dem Chor, einmal mit den ganzen Rebellen, Organisationen, die man halt vereinen kann. Also Begegnung im Klingengrab. Deine Reise wird von einem Boten vom Turm des Berges unterbrochen. Die Augen des kleinen jungen Manns, der strähnige Haare und einen überraschend dichten Vollbart hat, sind blutunterlaufen. Er scheint ziemlich nervös zu sein. Der Bote sagt dir, dass das Apex-Tal von einer stetig ansteigenden Zahl Geister heimgesucht wird, seit du das Edikt gegen deine Feinde bei Windrings Brunnen verkündet hast. Diese Kreaturen scheinen auf alle Lebewesen Jagd zu machen, weshalb sich die Bevölkerung von Apex voller Angst versteckt, anstatt sich um die Väter zu kümmern. Wenn das so weitergeht, wird das von dir beanspruchte Land nicht in der Lage sein, deinen Turm zu unterstützen, ganz gleich wie rigoros deine Steuereintreiber vorgehen. Der Bote fragt dich, welche Befehle du zurück zum Turm schicken willst. Nachfragen, deine Befehle geben, die Geister ignorieren. Nachfragen. Du bedrängst den Boten, dir mehr Details zu verraten. Er sagt dir, dass überall im Tal vereinzelt Geister gesichtet wurden, aber dass sie verstärkt um die Zitadelle von Vendirins Boden und in den Bergen vorkommen, die das alte Herrschaftsgebiet umringen. Im ganzen Tal haben sie mehrere Reisende attackiert und Nutztiere niedergemetzelt. Angesichts der Tatsache, dass sich die Farm immer noch von der Eroberung, dem Aufstand der Vendrin-Wache und den darauffolgenden Bürgerkrieg der Archonten erholen, hätte das Erscheinen der Geister in Apex zu keiner schlechteren Zeit kommen können. Deine Befehle geben. Du überlegst, wie du am besten mit der Bedrohung umgehen sollst, die dein Edikt verursacht hat. Die Geister weglocken. Deine Verbündeten um Unterstützung bitten, die Geister ignorieren. Deine Verbündeten. Du bereitest ein eigenes Sendschreiben vor, aber welchen Verbündeten wirst du um Unterstützung gegen die Geister bitten? Die Legion der Geschmähten, das Gericht der Schicksalsbinder, die Geister weglocken. Die Geschmähten. Die Gruppe hat Geisteressenz erhalten. Ah. Und ich habe Zorn bei den Geschmähten eingebüßt. Was? Okay. Bei mir stand da gerade, ich hätte Zorn eingebüßt und Gunst bei der Vendrienwache eingebüßt. Dir kommt spontan der Eisenmarschall in den Sinn, worauf du eine knappe Bitte um Verstärkung für das ganze Tal formulierst. Du empfiehlst die üblichen aus Schildkämpfern und Täufern bestehenden Einheiten mit einer kleinen Abteilung Erdhexen zu verstärken, da die Geister für Soldaten, die nicht auf den Kampf gegen das Arkane vorbereitet sind, schlimme Gegner sein können. Der Bote nickt eifrig und geht einen Vogel suchen, um ihn zu den Geschmähten zu schicken. Ja, Begegnung beenden. Ich werde es ja gleich sehen. Ich kann ja nochmal nachgucken, ob das jetzt extra war oder ob. Ja, neue Sachen bei den Türmen ist mir jetzt gerade auch egal. Oder ist das hier schon fertig? Tatsächlich, mein neues Edikt ist fertig. Das sollte ich dann auch gleich abholen gehen. Aber nee, ich wollte hier reingucken. Geschmähte. Die Geschmähten waren von deiner Grausamkeit enttäuscht. Die Geschmähten fühlen sich von deiner Barbarei beleidigt. Ich brauche nicht mehr viel Gunst, dann habe ich die maximale Gunst bei den Geschmähten erreicht. Weil bei Lyra habe ich zum Beispiel noch nicht maximale Loyalität. Achso, ich habe ja eingebüßt bei Lyra, stimmt ja. So. Noch ein bisschen Zeug. Und da gucken wir mal, dass wir bei Lyra die Brustrüstung verstärken können. Nicht. Dann verstärken wir den Helm, dass der wenigstens auch lila ist.
Und das war's auch schon. Das heißt, wir holen uns mein neues Edikt ab und dann geht's zurück zum Turm des Berges. Forschung, ja. Edikt der Verwünschung. Mhm. Ja. Dann gucken wir doch mal, welches Edikt wir auf die Kakophonie sprechen können. Ja, wähle eine Region aus. Edikt des Feuers. Ja, Edikt der Verwünschung. Kostet mich halt Macht, ein Edikt zu verkünden. Das klingt sogar ziemlich cool. Weil das hier, macht halt Sachen schlechter oder besser. Edikt des Steins, weil das Edikt der Stürme. Ja, verkünden wir das Edikt. Das dürfte Nevads Stimmen jetzt arg schwächen. Und ja, irgendwie ist mein Rastbonus weg. Aber die beiden Sachen, die ich jetzt habe, sind auch nicht schlecht. Gut. Also auf zur Kakophonie. Ach, reisen wir so. Das geht genauso schnell. Da brauche ich nämlich nicht so oft laden. Tja, da oben müsste Nevads Stimmen vor sich hin dümpeln. Und hier sind recht viele Gegner. Wobei das noch grad so geht. Ruf zu den Waffen. Der Weg zu Nevads Stimmen wird von seinem Leutnant 7C versperrt. Tötet die Bandenchefin, um den Weg frei zu machen. Ja. Erstmal ein Quicksave. Und hier dürfte jetzt Edikt der Verwünschung, genau, wirken. Und ja, die Kakophonie ist ja wirklich ein grässlicher Ort, ey. Also, Graven Ash kann man seinen Fanatismus gerne vorhalten, aber aber Ehren der Esse ist wenigstens nicht gefügt mit Leichen, Blut, Lachen und wahrscheinlich überall noch Unrat. Irks. So, Hordenmitglieder, die sind nicht so stark. Der Blutkantor dürfte eher ein Problem sein.
Aber wie gesagt, wir können uns erstmal hochbuffen. Das macht den Kampf nämlich einfacher. You got it. So. Wille des Befehls. Du machst deine Waffen feurig. Du machst deine Waffe stärker. Right. So, und dann geht's auf in den Kampf. Gut. Lyra hat ein bisschen was abgekriegt, das ist aber halb so wild. Wir machen erstmal den Blutkantor weg. Beric stärkt mal alle, indem er tauntet. Oder einfach den Blutkantor umschlägt. So. Du heilst mal Lyra. Der ist schon tot. Dann jetzt dingst du mal den da. Und ja, ich sollte hier die Fähigkeiten ein bisschen anders anordnen. Weil hier sind ihre Talente drin. Nämlich das da kann ich reintun. Und fegender Tod kann ich noch reintun. Du solltest sie am Anfang benutzen können. So. This isn't working. Pity you won't enjoy this as much as I do. So. Den können wir auch. Die können wir auch einfach über den Haufen prügeln. Und das war's schon im ersten Kampf. So. Als nächstes können wir uns um die Dreiergruppe hier kümmern. Wieder nach demselben System. Hat Beric keine neuen Fähigkeiten? Nö. So. Oh, das hat noch Abbringzeit. Egal. Das hat jedoch keine Abklingzeit mehr. So, das schaffen wir auch ohne das. Das sind wieder Hordenmitglieder. Das sind nur Hordenmitglieder, also. Das macht böse Schaden, muss ich sagen. So. Beric, schlag mal in die Trommel. So. Not a problem, boss. You won't enjoy this as much as I do. Lyra. Tötet den. Und der ist auch gleich tot. Ja.